Ja, moin und herzlich willkommen zur neuen Map angeschaut. Die Alma Missouri von Chilubuki. 888 MB im Download. Slots gucken wir uns gleich mal an. Jo, es ist scheinbar ein weitestgehend realer Nachbau. Er schreibt selbst die Hauptstraßen, die Geschäftsgebäude, Verkehrsschilder, Straßenmarkierungen und die Gebäude in dieser Kleinstadt sind der Realität nachempfunden. Ich finde das. Wir gucken uns direkt mal das kleine Örtchen an. Es hat auf jeden Fall diesen Kleinstadt-Flair, USA, Kleinstadt. Geparkte Autos am Straßenrand. Das sieht soweit interessant aus. Er sagt, natürlich macht er dann ein bisschen Zugeständnisse dafür, dass das Spiel blau bleiben soll. Klar, entsprechende Verkaufsstellen und sowas. Wer weiß, ob es hier in Wirklichkeit, ich habe es jetzt nicht besucht, zum Beispiel die großen Getreidesilos gibt. Wir haben hier eine Zugstation. Es fährt auch ein Zug, der geht dann in die Nachbarstadt, wie man das so kennt. Gucken wir hier einfach mal die Karte an. Wie gesagt, einmal quer rüber fährt hier der Zug. Wir haben drei Farmen. Einmal hier, einmal die Hauptfarm und einmal eine kleine Schweinefarm hier oben. Hier ist der Ort. Und ansonsten, außerhalb des Ortes, haben wir hier noch eine BGA. Ob die dann so in der Gegend steht, wie gesagt, er hat Zugeständnisse gemacht. Straßen, hell, schotterig, aber wie so diese vielleicht typischen Überlandpisten in den Staaten. Ja, da fährt der Zug. Und hier haben wir den Schweinehof, wir haben... Also wir können das alles antriggern, also müsste man das theoretisch auch alles abreißen können. Ja, können wir mal testen, wenn das nicht zu teuer ist hier oben. Hier ist der Schweinestall. Alte Scheune. Also ein bisschen Unterstellmöglichkeiten. Ansonsten hier noch Gerümpel. Auch das müssten wir wegkriegen. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Kriegen wir das weg? Wir kriegen es nicht gekauft. 204.000. Vielleicht ein Zeitpunkt, wo wir mal auch gucken, was wir haben. wir haben ein Case Maximum, ihr seht 1500 Slots glatt mit Fuhrpark. Wir haben einen 6R und einen 4755. Verhältnismäßig klein gehalten, ne? Also ist jetzt nicht übertrieben großes Equipment. Den Drescher habt ihr gesehen, den Dier Scooter. Scooter ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, testen, kann man alles abreißen. Garage geht weg, Bauernhaus geht weg, Hütte geht weg, Deko geht weg, Garage geht weg. Also ihr könnt alles abreißen. Es bleibt wirklich nichts. Jetzt machen wir das nochmal fertig hier. Bleibt nichts übrig. Wo wir hier schon mal stehen, gucken wir uns mal den Landschaftsbau an. Wir haben hier Elm Creek Standard plus diversen Schotter. Oh. Punkt. Also hier sind so ein paar, die kennen wir mittlerweile alle, deswegen gehen wir die jetzt nicht nochmal durch. Hellen Schotter, dunkleren Schotter, nochmal helleren Schotter, Schotter mit Grün drin und so weiter. Kennt ihr. Bäume, auch die Standardpalette und wir können noch welche setzen. Pflanzen, da grüßt die Elm Creek mit zusetzen. Ein bisschen, ja, die drei, die kommen noch nicht von der Elm Creek, oder? Oh, vielleicht doch. Ansonsten landschaftlich, es ist ein bisschen hügelig, es ist nicht platt.
Wir haben hier Flüsse dazwischen, wir haben Wasserlöcher dazwischen. Also landschaftlich auch interessant. Ja, da ist eins dieser Wasserlöcher. Wir sind gerade über eine Furt geflogen, also Durchquerung des Baches, des Flusses. Feldränder unregelmäßig. Ich würde hier, glaube ich, tatsächlich nachpflügen, dass das nicht so eine Kante hat, sondern so ein bisschen wirklich natürlicher aussieht. Okay, hier ist Sackgasse. Ein bisschen Wald ist mit dabei, also auch für die Holzwürmer unter euch, die vielleicht gerne doch nochmal ein oder andere Bäumchen umhauen. Felder, ja, mit ein paar Ausnahmen. Gucken wir uns gleich über die Karte nochmal an. Groß. Groß und größer. Sind auch gar nicht so viele. Muss ich allerdings lügen, wenn ich da nicht drauf gucke, sind es 41 Felder. Er schreibt von klein bis groß, ja. Hat er auch recht. Weil es gibt diese kleinen Flächen. Wenn wir da mal gucken, 1,8 Hektar oder hier 0,5, 0,9. Hier sind es dann schon wieder 2 und ein bisschen. Hier sind wir bei 1,5. Aber es geht dann eben bis 28. Gut, Nummer 3, 5, 7, also ja, 33 Hektar, 14 und so weiter. Also ja, von klein bis groß. Es stimmt ja. Aber der Fokus, glaube ich, liegt trotzdem auf den großen Feldern, wenn man da dann die Aufträge ansieht. Ja, einmal düngen, 16 Hektar, 30.000 Euro, kling, kling, da klingelt die Kasse. So, wie gesagt, der Ort. Wir waren jetzt ja gerade hier hingeflogen, aber nicht drüber gelaufen. Wir haben hier eine Ketchup-Produktion, Popcorn-Fabrik, Methan-Verkaufsstation, den Viehhändler. Fliegen gleich da nochmal drüber. Dann habt ihr hier Verkaufspunkt für Getreide, Verkaufsargument. Das ist so eine komische Übersetzung, das sieht man aber auch immer öfter. Das ist das Eisenbahnsilo im Grunde. Molkerei, Bäckerei, Diner, die Pizzeria und die Schneiderei, Maistrockner und Getreidemühle. Da habt ihr schon so ein paar Sachen, ich glaube, rausgehört. Es gibt nämlich ein bisschen andere Sachen. Einmal gehen wir hier weiter. Es gibt Roggen, Erbsen und Alfalfa. Alfalfa ist auch als Futtermittel drin. Es gibt aber auch neue Produkte, die da wären. Also einmal habt ihr die BGA erzeugt keinen Strom, die erzeugt Methan. Und Methan könnt ihr an der Tankstelle verkaufen. Des Weiteren habt ihr die Maistrocknung. Könnt ihr so verkaufen, könnt ihr dann aber auch zum Mehl weiterverarbeiten. Alfalfa kennt ihr. Es gibt Sojabohnen, die in Reih und Glied wachsen, also mit der Pflanzmaschine, der Einzelkornsämaschine gesät werden und dann auch Stroh haben. Und es gibt Propan. Propan könnt ihr an der Tankstelle kaufen und braucht ihr für den Maistrocknung. Dann gibt es eben Maismehl, feines Maismehl, Maisbrot, wiederum in der Bäckerei. Also süßes Maisbrot und Kürbiskuchen. Es gibt in den Gewächshäusern gibt's Kürbis, dann gibt es noch Popcorn, bunten Popcorn, Ketchup. Jo, bis hin zur Pizza. Ihr könnt auch Pizza herstellen. Also da ist eine ganze Palette an interessanten Geschichten, sagen wir mal so. Aber hier hatten wir die Ketchup-Fabrik. Fliegen wir hier einmal rüber. Ist übrigens auch ganz nett gemacht. Wenn man jetzt in die Höhe geht, dann sieht man, dass der Ort dann auch weitergeht. Aber hier ist die Map-Grenze. Also es fadet so schön raus. Gerade mal überlegen, hier sind doch auch, was ist das, so ein Dodge-Verschnitt oder sowas, sind doch auch andere Fahrzeuge unterwegs. Zumindest stehen sie hier rum. Mal drauf achten. Dann hier hatten wir den Viehhandel.
Hier kommt der Diner, hier ist die Pizzeria und die Schneiderei. So ein kleiner Industriekomplex. Oh, ob der da noch hinkommt? Oh, muss wohl, ne? Sonst wird's schwierig. Hier ist die. Der Händler. Die Garage, ja genau. Dann habt ihr hier, die Bahnstation hatten wir, das ist der Maistrockner hier und das Verkaufsargument. Jo. Straßen. Straßenmarkierung, Stoppschilder, Straßennamen. County Road. Clara Street oder so. Und hier geht der Ort dann aus, raus. hier habt ihr so Deko-Weiden. Das sind, wenn die jetzt anklicken, das ist Deko. Aber hier kommt auch rauf, ihr könnt auch mähen. Also hat zumindest eine Verwendung. Jo, dann habt ihr hier, das ist der zweite Hof quasi. Ein bisschen was zum Unterstellen. Das ist ein Kuhstall. Da ist nochmal ein Unterstand. Und hier seht ihr auch, kann man da komplett anträgern, kann man komplett verkaufen. Das ist der Hof in, nennen wir es mal in Ortsnähe, ne? Steinwurf darüber. Interessant gestaltet. Oh, ich finde es interessant, ansprechend. Hier sind dann auch nochmal mit Schildern, Rough Road, ja, Straßenschäden auf Deutsch, glaube ich. Und jetzt gucken wir mal. Orientierung habe ich gerade gar nicht. Oh, hier sind auch wieder so angedeutet Gräben dazwischen. Könnte sein, dass die bei Regen volllaufen. Wäre nicht ganz abwegig. Wobei die vom Niveau her, vom Höhenunterschied, würde das hier theoretisch alles auf die Straße laufen, ne? Vielleicht tut es das auch. Also was er noch sagt, Klimabedingungen und sowas sind auch angepasst. Es gibt im Winter auch mehr Schnee, schreibt er. Also ja, muss man sich mal angucken. Und das ist die Hauptfarm hier. Ein Bauernhaus. Da ist nochmal so ein Unterstell, diese amerikanischen Silos, die man nur mit Förderbändern befüllen kann. Die stehen aber auch dazu bei. Große Stangenscheune. Ja, auch befüllt, wie ihr sehen könnt. Dann ist das hier ein Kuhstall. Gucken wir uns gleich nochmal an, was das für Gebäude dabei sind, weil ihr müsst euch nichts zum Drunterladen. Das kommt alles mit der Karte. Hier haben wir noch einen Schafstall und Pferde. Recht weitläufig das Ganze. Ja, wenn man überlegt, da ist die Einfahrt und da hinten kommt man dann irgendwann zu den Pferden, aber entspricht halt dem amerikanischen Stil, ne? So, was wollen wir gucken? Hallen und Co. Ihr seht schon, hier sind die, oh, große Stangenscheune und die Scheunen, die unterstehende Garage und so weiter. Silos hat er nicht dabei. Doch, hat er auch. Bauernhofsilo, 400.000 Liter. Fahrsilos. Oh, das sind noch die Standardgeschichten eigentlich. Also, wie auch immer. Containertools, Farmhäuser. Das Bauernhaus ist auch dabei. Es ist ein schickes Bauernhaus. Ja, steht er hier einmal. So schaut's aus. Und eben auch. Ne, die Produktion hat er gar nicht, die sind nur einmal verbaut. Okay. Gewächshäuser hat er aber noch. Die sind dann erweitert um den Kürbis. Und Tiere. Habt ihr die Kuhställe unter anderem? Gibt es den Pferdehof auch? Ja. 16 Tiere. Kuhställe für. Also der da für 150. Die kleine alte Scheune beim Ort für 50 Tiere. Das Schweineding 108, die Schafe da vorne 100. Also, verzickt. Hühner, oder sogar Hühner gibt es nochmal für 250 Tiere. Also,
Es ist eine ansehnliche USA-Karte. Da kann man wahrscheinlich so die eine oder andere Stunde drauf verbringen. Das ist auch sauber verarbeitet, slottechnisch absolut im Rahmen. Hier geht es ein bisschen hoch, so diese kleinen Kleinstadtstraßen, ne? Auch mit Verkehr. Teils individueller Verkehr. Leute sind unterwegs. Jo, ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu zeigen, ne? In diesem Sinne, viel Spaß in Alma, Missouri. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.